Die Auftragslage im Werkzeug-, Modell- und Formenbau ist in den vergangenen Jahren sicher nicht einfacher geworden. Und auch die Verantwortlichen im Haug Modell- und Formenbau in Landsberg am Lech stellen sich dieser Herausforderung. Sie haben beispielsweise die Lohnfertigung in Ihr Programm mit aufgenommen. Wie Sie dieses weite Spektrum von den Modellbauteilen bis hin zur Kleinserie schaffen und wie Sie dabei Tebis unterstützt, speziell in der neuen Version 4.1, nun schauen wir es uns an. Das Unternehmen Haug Modell- und Formenbau hat seine Wurzeln im Gießereimodell und Vorrichtungsbau. Inzwischen ist das Angebotsspektrum aber deutlich breiter. Unter anderem bietet Haug auch die rationale Kleinserienfertigung mittelkomplexer bis komplexer Teile. Ein beständig aktualisierter Maschinen- und Anlagenpark sowie fachspezifisches Know-how ermöglichen die Realisierung auch sehr anspruchsvoller Anforderungen. Dabei setzt Haug auf hochqualifizierte Mitarbeiter, die zum Teil im eigenen Haus ausgebildet werden. Grüß Sie, Gott, Herr Nusser. Sie sind Programmierer und Konstrukteur beim Haug Modell- und Formenbau in Landsberg am Lech. Sagen Sie mal, was sind denn bei Ihren Werkstücken die besonderen Herausforderungen? Die Einzelanfertigung sowie die verschiedenen Materialien mit der Verbindung von Tebis und den Schnittwerten einfach ein schönes Ergebnis rauszubekommen. Sie haben ja gesagt, Sie haben Tebis im Einsatz. Weshalb eigentlich? Tebis macht diese Symbiose von Programmierung und Konstruktion zusammen, wo wir uns dann einfach einfacher tun und leichter die Produktion vorwärts voranbringen. Gilt das nur für Modell- und Formenbauwerkstücke oder ihr macht ja auch ein bisschen Serienfertigung, habe ich mitgekriegt, und das ist ein wachsender Bereich. Wie schaut es denn da aus? Also die Serienfertigung ist bei uns auch ein großer Bereich oder was uns auf jeden Fall täglich unterstützt. Und da ist halt Tebis sehr, sehr angenehm, weil man halt individuell mit Farben und Layerstrukturen Automatisierungen heranbekommt. Ihr arbeitet ja inzwischen auch mit der Version 4.1. Was bringt euch das? 4.1 bringt uns mit dieser Oberfläche, was wir haben, dieses Bedienfeld, so viele Möglichkeiten, dass wir im Layerbaum, Strukturbaum einzelne Elemente, Objekte auswählen können, sowie von Dateien, Copy and Paste, Dateien in C-Programme, Werkzeuge schnell und einfach von A nach B bekommen. Ist also einfaches Handling. Frage, ihr seid ja mit 17 Leuten für einen Modellbau ein großes Unternehmen eigentlich schon fast, aber im Vergleich mit einem Maschinenbauunternehmen trotzdem relativ klein. Wie ist denn das? Nimmt Tebis so einen kleinen eigentlich ernst? Eigentlich schon. Also wir kommen recht gut mit dem Serviceportal eigentlich zurecht. Also wenn man E-Mails schreibt, kriegt man schnell eine Antwort, so wie man auch telefonisch gute Erreichbarkeit eigentlich findet. Und die kleinen Probleme, was wir so haben, werden auf jeden Fall wahrgenommen und schnell gelöst. Seit Anfang der 1990er Jahre setzt das Unternehmen in Sachen CAD/CAM auf Tebis. Das Softwarepaket lässt sich dank seiner modularen Struktur hervorragend an die Entwicklung des Unternehmens anpassen. Das Konstruktions- und Programmierteam schätzt die zahlreichen intelligenten Funktionen, die Tebis bietet. So ist gerade bei Losgröße 1 die virtuelle Maschine als digitaler Zwilling ein unschätzbarer Vorteil. Einen weiteren Effizienzschub erwarten sich die Modell- und Formenbauer von der Arbeit mit Schablonen und Bibliotheken. Hier hat die aktuelle Version 4.1 einen hohen Produktivitätsschub gebracht, zu dem auch die neue Bedienoberfläche ihren Teil beiträgt. Alles in allem schätzen die Experten, dass sie mit den Neuerungen aus Tebis 4.1 bereits heute rund 15% an Effizienz gewonnen haben. Und es gibt noch viel Potenzial nach oben. Seit mehr als 3 Jahrzehnten ist Tebis inzwischen Partner für die Modell- und Formenbauer bei Haug in Landsberg am Lech. Eine Zeit, in der die Software alle Wandlungen und Entwicklungen des Unternehmens nicht nur mitgemacht, sondern auch aktiv unterstützt hat. Und auch in Zukunft setzen die Verantwortlichen hier auf eine enge Partnerschaft mit Tebis, haben bereits weitere Projekte im Bereich Effizienzsteigerung und Strategie aufgesetzt. Denn Tebis ist eben mehr als nur ein Softwarehaus. Es ist ein Partner, der seine Anwender auch in deren Entwicklung und Weiterkommen aktiv unterstützt.